Herr Kanzleramtsminister, mit den zuletzt 300.000 pro Jahr ans Land eindringenden illegalen Migranten kommt zu einem gewissen Anteil, wie zuletzt in Mannheim zu sehen, immer auch eine Gruppe von Gewalttätern ins Land. Die Kriminalstatistik im Kontext von Zuwanderung zeigt explodierende Zahlen bei schwerer Körperverletzung, Vergewaltigungen, zehntausende Messerattacken. Hinzu kommt, wie wir jüngst wieder erfahren mussten, die Gewaltkriminalität von Islamisten. Maßnahmen wie die jetzt auch in der Kanzlerpartei diskutierte Abschiebung von Straftätern hätten den Ersttäter von Mannheim gerade nicht aufgehalten. Was man verhindern kann, ist das Offenstehenlassen unserer Grenzen, das Hereinlassen von illegalen Migranten über die Grenze. Daher plant die Bundesregierung, den Schutz der Bevölkerung auch weiterhin hintanzustellen, indem sie ohne jede Not weiterhin die Grenzen offen stehen lässt für alle und jeden, womit jedes Jahr auch eine erkleckliche Zahl an Straftätern nach Deutschland gelangt, wie der Mörder von Mannheim. Herr Abgeordneter, das Problem bei diesen Fragen, in denen in der Frage schon so viele Falschbehauptungen drin sind, ist, dass man eigentlich kaum noch weiß, wo man anfangen soll, weil die Zeit ja so knapp ist. Ich will Ihnen mal sagen, das Entscheidende ist, dass wir in der Tat dafür sorgen, dass die irreguläre Zuwanderung nach Europa und nach Deutschland deutlich begrenzt und eingeschränkt wird. Wie Sie mitbekommen haben werden, wenn Sie sich für die Sache interessieren, haben wir nach fast 8 Jahren Verhandlungen auf der europäischen Ebene inzwischen das sogenannte gemeinsame europäische Asylsystem vereinbart mit sehr weitreichenden Maßnahmen zum Schutz der europäischen Außengrenzen. Die deutsche Innenministerin, meine Kollegin Frau Faeser, war daran sehr aktiv beteiligt, dass es zu dieser Einigung gekommen ist. Wir haben hier, Sie haben hier im Deutschen Bundestag Beschlüsse gefasst, Gesetze verabschiedet, zum Beispiel zur Verbesserung der Rückführungen, die genau das Ziel haben, diejenigen, die unter keinen rechtlichen Umständen ein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, dann auch wieder zurückzuführen. Und gemeinsam mit den Ländern haben wir an dem nämlichen 6. November, den ich im anderen Zusammenhang erzählt oder Bericht, von dem ich berichtet habe, ein umfassendes Paket verabredet, wozu zum einen gehört, dass die Ausländerbehörden jetzt endlich digitalisiert werden und zum anderen viele Maßnahmen zur Beschleunigung der Verfahren, sodass der Schutz Deutschlands und dass die Kombination von Ordnung und Humanität im Bereich der Migration gewährt bleibt. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ja, das tolle Rückführungsverbesserungsgesetz hat ja nach eigener Darstellung im Gesetz sorgt es für Rückführung von 600 Personen pro Jahr bei 300.000, die hereinkommen. Das Phänomen dieser importierten Gewalt, wie in Mannheim, ist ja das größte Problemfeld in der inneren Sicherheit, was man sofort abstellen könnte, da keiner der illegalen Migranten, die nach Deutschland kommen, direkt auf der Flucht ist, auch schon nicht von der Türkei nach Griechenland. Ist die Bundesregierung also gewillt, der Sicherheit unserer Bürger die höchste Priorität einzuräumen und den ja mit diesen Migrationsbewegungen anteilig einhergehenden Gewaltimport zu beenden, effektiv zu beenden? Zugehört haben, aber ich habe versucht zu schildern, dass die Bundesregierung sehr weitreichende Maßnahmen getroffen hat und weiterhin trifft. Wie Sie mitbekommen haben werden, hat die Bundesinnenministerin jüngst die Verlängerung der sogenannten Binnengrenzkontrollen zu 4 unserer Nachbarstaaten, also Polen, Tschechien, Österreich und die Schweiz, angeordnet, sodass, nein, nicht wegen der EM, dieser eine Aspekt war jetzt die EM und vorher war das aufgrund der Frage, dass keine irreguläre Migration über diese Grenzen nach Deutschland kommen soll. Gleichzeitig, und das werden Sie auch wissen, gibt es in den betroffenen Regionen, in Bayern, in Brandenburg, in Sachsen, viele Fragen, weil natürlich mit diesen Binnengrenzkontrollen auch eine Einschränkung des Personenaustausches, des Warenverkehrs verbunden ist. Und all diese Aspekte hat die Bundesregierung und haben die Landesregierung bei diesen Entscheidungen mit zu berücksichtigen. Wie Sie gesehen haben, haben wir uns in diesem Fall sehr klar entschieden, dass die Binnengrenzkontrollen verlängert werden.